Einen wunderschönen guten Tag, schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Vielleicht geht es dir jetzt hier nach auch ein bisschen besser, denn wir gucken uns heute ein Deck an, was ganz schön, jedenfalls meiner Meinung nach, unter dem Radar geflogen ist. Wir haben aber mittlerweile auch in Danzig gesehen, dass dieses Deck öfter gespielt wurde und das ist auch die Liste von Platz 24 hier. Es geht um Keilflamme. Auch ich hatte in meiner Meta-Deck-Tier-List, habe ich dieses Deck überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe es nicht mal eine Erwähnung gewürdigt und dabei ist es ziemlich stark. Aber wir gucken uns nochmal Keilflamme an. Es ist jetzt kein neues Pokémon, das existiert schon ein bisschen länger. Müsste seit Zwielicht, Maskerade und so irgendwie da müsste es rausgekommen sein. Keilflamme EX, ein Basis-Pokémon, 230 KP Typ Feuer. Nicht Terrakristallisiert, aber der wichtige Punkt ist, es ist ein Pokémon aus der Vergangenheit. Das wird später auch noch wichtig. Wir haben für ein Feuer und ein Farblos den Hitzestoß für 60 Schaden und für zwei Feuer und ein Farblos Feuerblitz 260 Schaden. Dieses Pokémon kann Feuerblitz nicht wieder einsetzen, bis es die aktive Position verlässt. Ne, ist so ein bisschen, klingt so ein bisschen wie, obwohl man muss. Ich wollte gerade sagen, klingt ein bisschen wie das strahlende Glurak, aber das stimmt gar nicht so genau, denn das Wording hier ist ein bisschen anders, bis es die aktive Position verlässt. Bei den anderen ist es ja sowas wie beim strahlenden Glurak zum Beispiel, es kann diesen Angriff nächste Runde einfach nicht einsetzen. Anderes Wording, aber naja, im Endeffekt, ne, musst du es auch switchen quasi. Und ja, da gucken wir uns mal ein bisschen noch die anderen Sachen an, die wir drin haben. Es gibt so ein paar Standard-Player, die man so gut wie in jedem Deck hat. Auch hier spielen wir einen Cravalore-EX, um die Startsituation zu verbessern. Auch hier ist ein Beatori-EX drin, um Card-Draw zu haben, also Karten zu ziehen, genauso wie bei Mew-EX. Und wir haben hier ein Flatterhaar drin, wenn du das zum Beispiel in der Öffnungshand hast oder halt eben versuchst, andere, naja, aktive Pokémon damit zu blockieren, wenn du zum Beispiel auch gegen Eisendorn spielst oder so, ne, oder gegen verlorene Zone oder was weiß ich, da kannst du halt mit Flatterhaar noch ein bisschen nerven. Außerdem auch ein Vergangenheits-Pokémon. Und wir haben noch Benessaro drin. Benessaro mit dem Adrenahorn. Auch hier sind Dunkelenergien, die sind auch wichtig. Die Frage ist natürlich so, ja, wie verschieben wir da Marken? Aber, oder wie kommen wir auf Schadensmarken? Kommen wir auch noch gleich zu. Erstmal noch mehr Card Draw, strahlendes Quaijutsu, dann ein Lumineon V, um an die gewisse Trainer-Unterstützerkarte zu kommen, die man braucht. Ein Lavados aus Pokémon Go, weil das den Feuerschaden oder den Schaden der Attacken um 10 erhöht von Basis-Feuer-Pokémon. Und dazu zählen eben Keilflamme. Dann haben wir hier noch einen drin, um auch weiter Karten zu ziehen. Entei V mit dem Leichtfüßig und auch Feuerrondo ist kein schlechter Angriff für zwei Feuerenergien, eine Feuer, eine Farblose. Und wir haben tatsächlich auch noch einen Phinexis V, auch schon ein bisschen älter aus Lorne Ursprung. Phinexis V, da geht es eigentlich hauptsächlich um den zweiten Angriff auch, das magische Feuer, das für zwei Feuer und eine Farblose sagt 120 Schaden und lege zwei an dieses Pokémon angelegte Energien ins Nirgendwo. Diese Attacke fügt auch einem Pokémon auf der Bank deines Gegners 120 Schadenspunkte zu, sodass du halt eben, ja, wichtige Pokémon auf der Bank noch theoretisch treffen kannst. Wie gesagt, die wenigsten spielen Manaphy mittlerweile, das kommt auch für Nexus richtig gut. So, aber zu den Pokémon. Wir haben Energieswitches drin. Das liegt halt eben daran, weil man, ja, eben versuchen will, auch hier Keilflammes Feuerblitz schnell wie möglich aufzubessern. Und ja, wie kommen wir denn an Feuerenergien? Es gibt hier viermal das Magma-Becken, das eben sagt, einmal während deines Zuges oder des Zuges jedes Spieler kann jeder Spieler eine Feuerenergiekarte aus seinem Ablagestapel an ein Feuer-Pokémon auf seiner Bank anlegen. Und wenn er das macht, legt er zwei Schadensmarken auf jenes Pokémon. Wir haben Schadensmarken. Wir könnten mit Benessaro die Schadensmarken verschieben, um wiederum den Schadensoutput von Keilflamme zu erhöhen. Und da sind wir auch schon wieder bei einer magischen Grenze, weil 280, also mit dem Verschieben der zwei Schadensmarken, 280 Schaden ist Arceus V. Star ist Lugia Faustar, ist Giratina Faustar, ist Regidrago Faustar. Genug Schaden für Furienblitz ist sowieso da. Also ihr seht, am Schadensoutput mangelt es Keilflamme nicht. Bei Phase 2 Pokémon sieht das ein bisschen anders aus, aber das Schöne ist ja auch, in Phase 2 Decks gibt es meistens Single Prizer, ich meine Two Prizer, die Basis-Pokémon sind und weniger KP haben, wie zum Beispiel Beatori EX. Als Astklasse-Karte haben wir hier die geheime Box drin. Ich bin ja, wie gesagt, nicht so ein Fan davon, aus dem einfachen Grund, weil ich
immer nicht so genau weiß, ah, die drei Ressourcen, die ich gerade ablege, brauche ich die nicht wirklich noch später? Aber im Endeffekt, naja, suchst du dir halt vier Karten raus, die du wirklich für den Zug brauchst. Und es geht halt hier eben auch um Professor Antikas Vitalität. Wähle bis zu zwei deiner Pokémon aus der Vergangenheit und lege eine Basisenergiekarte aus deinem Ablagestapel an jedes von ihnen an. Dann ziehst du nochmal drei. Und ihr wisst schon, worauf es hinausläuft. Ne? Es ist ein Vergangenheits-Pokémon, es ist ein Feuer-Pokémon. Das heißt, es liegt auf der Bank. Professor Antikas Vitalität, Feuerenergie, drei Karten ziehen, Magma Becken, Feuerenergie ran, zwei Schadensmarken verschieben über das Benissaru und dann liegt es ja noch in der Bankposition, aber das ist ja kein Problem, wenn man einfach dann noch viermal Jet-Energie spielt. Dann packst du die Jet-Energie noch ran und dann kommt das Pokémon aus der Bankposition in die aktive Position und du hast es in einem Zug geschafft, deinen Feuerblitz über Keilflamme ready zu machen. Und ich denke, das ist halt eben das, was es auch ein bisschen stark macht. Und ihr seht auch, man spielt auch mit Absicht hier dreimal Befehl vom Boss, falls man gegen diese Phase 2 Decks antritt. Man hat hier auch Tracking-Schuhe drin, um ein bisschen schneller auf die Komponenten zu kommen, die man braucht. An Energien spielt man hier 7 Feuer, 2 Dunkel und ja, man hat nicht allzu viel Recovery, muss man mal dazu sagen. Es spielt keine Nachttrage, es spielt keine Superangel, aber man hat eben auch, naja, man hat eben auch keine Forschung oder so drin, ne? Es ist halt, es ist so ein bisschen Glücksspiel am Anfang mit Cravaloro, wie du es da machst. Es ist ein bisschen abhängig davon auch, was du mit Cravaloro wegschmeißt, aber ja, das ist das Deck und ich würde sagen, wir gehen rein. Ich habe mir übrigens eine neue Maus gekauft. Schaut mal, was ich kann. Ich kann alles ohne Probleme bewegen. Guck mal, jetzt bin ich hier unten in der Ecke und jetzt werde ich riesig und wieder klein. Gut, okay, das ist genug. So, dann haben wir jetzt hier, guck mal hier, ohne Probleme. Ach, ist das schön, ey. Und nein, man braucht nicht teure Technikmäuse für 50 Euro. Das ist aus einem Supermarkt eine 7-Euro-Maus. Aber meine Maus muss auch nichts können. Ich brauche linke Maustaste, rechte Maustaste und ich brauche ein Scrollrad. Oh Gott, wie sehr Boomer willst du sein? Phil, ja. Möchtest du Erster sein? Nee, möchten wir nicht. Ich glaube, ihr habt ja gesehen, man kann das sehr gut schaffen, dass man mit Keilflamme oder auch mit dem Feuerrondo sehr gut angreift. So, wir brauchen aber natürlich trotzdem, wir haben einen Tauschwagen, das ist ja schon mal gut. Passt mal auf, wir packen mal den rein. Bei Lavados muss man ein bisschen gucken, ob man das wirklich braucht. Lavados ist halt eben dafür da, um zu gucken, naja, fehlen mir noch irgendwie 10 Schaden. Aber muss man einen Single-Prizer hinlegen und sich die Bank noch weiter vollknallen? Ich weiß ja nicht. Was ein bisschen schade ist, wir haben Cravaloro und ihr seht es, eins von unseren drei Bossen wird weg. Zwei von unserem Professor Antikas Vitalität wird auch weggehauen. Außer wir kriegen sowas wie Richter, weil Enigmare wird zum Beispiel auch nicht gespielt. Im besten Fall ziehen wir, oh Gott, was ziehen wir denn? Tja. Eigentlich wäre eine Feuerenergie ganz gut, damit die auf den Ablagestapel kann. Oder Ödengefäß für zwei Feuerenergien, um eine an Keilflamme anzulegen und... Ah, den Tauschwagen brauchen wir eigentlich auch schon, um zu switchen dann, ne? Ah, aber wir hätten einen 60er-Angriff gegen das Lugia. Aber es wäre natürlich schon schön, wenn wir erste Runde das Lugia V besiegen. Es hängt aber wirklich jetzt absolut davon ab, was wir mit Cravaloro ziehen und wie wir es hinkriegen. Da Lugia V wurde sich genommen. Jetzt müsste man eigentlich, mit einem Richter das bestrafen. Eigentlich muss ein Richter kommen. Aber das werden wir sehen, wie wir es machen. Mein Gegner ist fertig und wir topdecken. Eine Feuerenergie. Okay. Pass auf, wir machen das so. Wir spielen die Krawalk rein. Wir kriegen das hin. Es ist zwar übel, aber besser kriegen wir es nicht hin. Wir haben eine Jet-Energie und wir haben ein Magma-Becken. Strahlendes. Entei können wir auch holen. Und mit Nestball können wir mal gucken, was wir noch Schönes ziehen können. Eine Mew wäre zum Beispiel absolut praktisch, um nochmal Karten zu ziehen. Mew brauchen wir. Wir brauchen ja nochmal insgesamt eine Feuerenergie, ne? Aber was können wir uns noch mit Nestball holen? Eigentlich vielleicht noch ein Munkdori.
Und dann würde ich sagen, gehen wir übers Magma-Becken, legen... Oh, schade, dass Entei's Angreif nicht reicht, ne? 20 plus jedes Pokémon auf der Bank. 40, 60, 80, 100, 120 reicht nicht aus. Der Gegner hat ja auch nichts gespielt. Aber vielleicht kriegen wir noch Keilflammes Angriff fertig. Wir brauchen eine Feuerenergie. Und dann haben wir gewonnen. Weil wir jetzt nämlich den Move hier machen. Jetzt kommt er nach vorne. Und wir brauchen eine Feuerenergie. Dann haben wir es geschafft. Dann ist die Runde vorbei. Also, wir müssen mit Mew eine Feuerenergie ziehen. Ja, wir haben Irrengefäß. Wir haben gewonnen. Also wir gehen so, legen die Jet-Energie ab, nehmen zwei Feuerenergie, legen die Feuerenergie per Hand an. Er hat nur... Ach, upsi. Upsi! Wir brauchen Professor Antiquas Vitalität. Aber die kriegen wir auch. Wir haben ja noch keine Trainer-Unterstützer gespielt, ne? Nö, haben wir nicht. Also haben wir trotzdem gewonnen. Fellmann! Du hast es doch noch nicht! Hier, guck mal hier, wir können alles nehmen. Wir können alles nehmen. Und noch eine Trainerkarte. Pff, ist ja egal. Jetzt haben wir gewonnen. So, es liegt doch eine Feuer im Ablagestapel. Vier sogar. Professor Antikas Vitalität. Zack, drei Karten ziehen. Und dann 260. Gewonnen. So. Also ihr seht, schon ist schon was machbar mit. Nächste Runde. So, vielleicht kriegen wir wieder Kopf und können wieder Zweiter sein. Ja. Ah. So, ich habe auch einen Schluck Kaffee jetzt getrunken. Ne? Ich sollte jetzt ein bisschen mehr on fire sein. Tja, keine Trainerunterstützer gespielt. Ja, wenn du zwei Professor Antikas Vitalität ablegst. So, das ist tatsächlich auch nicht schlecht hier. Auch keine schlechte Starthand. Nestball, Cravaloro, Hyperball für... Ja. Für zum Beispiel ein strahlendes Quaijutsu noch. Ah ja, Keilflamme brauchen wir natürlich auch. Aber mal gucken, was wir ziehen. Aber das ist eine super erste Hand. Und auch ein Terapagos. Kannst du mit Keilflamme First Turn besiegen. Man braucht halt all die Komponenten. Man braucht Professor Antikas Vitalität. Jet-Energie. Na gut, in dem Fall halt, wie gesagt, auch nicht unbedingt die Jet-Energie, weil wir das Mew vorne haben, aber meistens die Jet-Energie. Und dann das Magma-Becken. Und da ist natürlich dann die antike Box natürlich wunderbar. So. Zwei Feuer, eine Jet. Das ist super, weil wir gucken jetzt erstmal durch, was wir haben. Er hat auch wieder nur ein Basis-Pokémon gespielt. Wir haben das Cravaloro. Wir haben nur zwei Keilflamme. Ich glaube, wir gehen mit Hyperball auf Keilflamme. Ja. Wie viel Professor Antikas Vitalität haben wir? Drei auch nur. Antike Box ist da, Waldsiegelstein ist da. Magma-Becken ist nur dreimal da. Also ein paar wichtige Kernkarten sind tatsächlich in den Preiskarten. Aber wir holen uns auf jeden Fall das Cravaloro. Dann. Tja, wir müssen wahrscheinlich eine Jet-Energie dann wegschmeißen, leider. Weil wir vorher nicht auf das kommen, was wir brauchen. Aber das ist dann so. Man könnte natürlich auch strahlendes Quaijutsu spielen, die Jet-Energie ablegen und hoffen, dass man was Gutes zieht. Aber das will ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, meine Variante ist jetzt die hier. Wir haben, wie gesagt, nur zwei Keilflamme im Deck bei 44 Karten. Da weiß ich nicht, wie gut ich da noch rankomme. Amulett der Tapferkeit und dann Cravaloro. Zwei Energien im Ablagestapel. So. Okay, wir haben das Magma-Becken. Wir haben auch noch ein V-Pokémon. Wir haben noch Tracking-Schuhe. Wir haben noch einiges, was wir machen können. Okay. Das spielen wir auch auf jeden Fall. Dann schon mal ein Magma-Becken. Das ist okay, das kann man machen. Befehl vom Boss brauchen wir ja nicht. Aber ich glaube, ich möchte mit Tracking-Schuhe gucken, was wir kriegen können. Ja. Ich denke, Luminion möchte ich haben. Weil wir mit Luminion Professor Antiquas Vitalität kriegen.
Wie viele Jet-Energien haben wir im Deck? Wir brauchen noch unsere Jet-Energie. Oder Tauschwagen. Wir haben noch viele... Ah, drei. Aber wir haben noch viele Möglichkeiten, das hier zu gewinnen. Holen wir uns ersten Pokémon? Wollen wir nochmal einmal ausdünnen für einen strahlendes Kaijutsu? Wir haben ja nämlich schon eine Feuerenergie im Ablagestapel. Ich glaube, das machen wir. Wir brauchen das Benesaru nicht. Wir gehen wieder auf den Sieg. Auf den Sieg, first turn. Strahlendes Kaijutsu. So. Dann Professor Antikas Vitalität. Wir haben einen Waldsiegelstein. Wir haben gewonnen. Waldsiegelstein. Waldsiegelstein. Sternalchemie. Und jetzt die Jet-Energie. Und dann Jet-Energie. Drei Energien fertig. Zack. Feuerblitz. 260 Schaden gewonnen. Also, ich kann euch schon mal sagen, die Deckliste ist in der Videobeschreibung, ne? Ihr könnt es gerne ausprobieren. Und wenn euch das die ganze hier gefällt, dann auch gerne einen Like und Abo, ne? Aber noch eine Runde gehen wir auf jeden Fall. So, diesmal Zahl. Aber wir haben ja gegnerische Decks, die oft gerne anfangen wollen, ne? Also kann auch gut sein, dass einfach... mein Gegner trotzdem sagt, dass er Erster sein will. Ja, wir kriegen unseren zweiten Turn. Oder wir kriegen unseren ersten Turn und dürfen angreifen. Ah, das ist natürlich bitter, ne? Also Luminion jetzt hier am Anfang zu haben, ist nicht cool. Aber wir haben eigentlich trotzdem fast alles, was wir brauchen. Also wenn mich nicht alles täuscht. Um wieder mit Keilflamme mit dem ersten Angriff anzugreifen. Kommt natürlich auch wieder ein bisschen drauf an, was wir ziehen. Aber... ja, wir gucken mal. Wie war nochmal seine Fähigkeit? Wir schaden eine Attacke vom Pokémon des Gegners kampfunfähig von, wenn du mindestens ein Infamomo-EX im Spiel hast. Okay, er muss ein Infamomo-EX-Spiel haben. Aber sonst könnten wir das tatsächlich, wenn er nicht Infamomo-EX hat, uns ein Tub, also zwei Preiskarten über ihn gönnen. Aber die Chance, dass er natürlich da eins spielt, ist da. Cravaloro. Auch er baut sich auf. Aber eigentlich hätte ich auch gedacht, für ihn wäre es gut, eigentlich auch Zweiter zu sein. Aber naja, da kann man so spielen, wie man will. So, was machen wir? Leute, wir müssen nachdenken. Das Schöne ist, wir kommen über die geheime Box auch an einen Waldsiegelstein. Wir kommen an Professor Antikas Vitalität, falls wir unsere ablegen müssen. Wir kommen auch an ein Nestball für Cravaloro, wenn wir es haben. Und... boah. Ey, Cravaloro nimmt und gibt, ne? Eine Dunkelenergie abzugeben ist natürlich, das ist natürlich gut für Finsterpflaster und so. Aber den erstklassigen Fänger? Aua. Aua. Besonders, weil er weiß ja nicht, dass ich eigentlich da auch oft leckere Zweipreis-Pokémon auf der Bank habe. Aber naja, so ist es halt manchmal, ne? Wie viel macht er nochmal hier an Schaden? Wenn dieses Pokémon vergiftet ist, fügt die Attacke 130 Schaden mehr zu. Er kann ja über Infamomo vergiften, dann macht er 260. 260 Vergiftung. Aber wenn ich das Amulett der Tapferkeit spiele, dann hat Keilflamme 280. Dann hält er den Angriff tatsächlich eine Runde aus. Ja. Das tut er. Ah, jetzt nicht mehr. Jetzt dank Kettenmochi nicht mehr. Aber wir könnten trotzdem zwei Preiskarten in Führung gehen. Ich glaube, das ist ziemlich gut, dass wir noch eine Feuerenergie haben, die wir ablegen können. Weil...
Ja, wir gehen eh über Weitsiegelstein, ne? Also, pass auf, wir legen eine Professor Antikas Vitalität, glaube ich, ab, weil wir jetzt uns eh, wir holen uns eh wieder ein Krawalloro, wenn es da ist. So, zwei Feuerenergien und das. Okay, es ist jetzt natürlich wirklich wichtig, was wir holen. Wir brauchen eine Professor Antikas Vitalität. Nestball für Krawalloro, Waldsiegelstein. Und das Ma ah, wohl Magmabecken hätte man auch ablegen können, ne? Naja. Krawalloro ist da. Und mit Waldsiegelstein holen wir uns Keilflamme. Mit Waldsiegelstein Keilflamme. Und dann Magmabecken Professor Antikas Vitalität Jet Energie. Okay. Okay. Waldsiegelstein, Nestball. Keilflamme? Nein, Quatsch. Entschuldigung. So hier. Krawalloro. Na gut, ist ja egal. Wir holen uns eben Waldsiegelstein, ne? Das. Keilflamme EX. Wie viel? Es hat 210, ne? Nicht die Bank Vollkrieger. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 222. Nee, reicht nicht. Damage reicht nicht aus. Na doch, mit Lavados würde es ausreichen. Dann würde man ihn auch auf 210 über das Pokémon, was wir gar nicht im Deck haben, kriegen. Also ihr wisst schon, dass das Entei, ne? Wenn man das Entei hätte. So. Feuerenergie. Jetzt wird eine Feuerenergie abgelegt. Können wir Professor Antikas Vitalität spielen. Jawohl. Dann haben wir noch ein strahlendes Quaijutsu. Dann haben wir ein Benessaru. Dann haben wir eine Jet-Energie. Ich meine, schade ist, wir werden jetzt zwei Magma-Becken ablegen. Aber it is what it is. Das werde ich jetzt tun. Und dann ist halt die Frage, wir haben gar nicht so viel Energie eigentlich. Na doch, wir könnten natürlich, wir müssen ja eh über Professor Antikas Vitalität gehen. Können wir hier eine Feuerenergie ablegen und nochmal zwei Karten ziehen. Und dann mal über Tracking-Schuhe gucken, was wir brauchen. Die nehmen wir auf die Hand, damit wir mit Tracking-Schuhen nochmal ein bisschen besser gehen können. Ja, die nehmen wir auch auf die Hand. Die dunkle Energie ist gut. Und dann würde ich sagen, zwei Preiskarten. Zwei Preiskarten. Irrengefäß und eine Feuerenergie. Im besten Fall müsste ich jetzt auf zwei Keilflamme kommen, wenn er jetzt meine Keilflamme besiegt, was er ja sehr wahrscheinlich tun wird. Obwohl, wir haben eh alles, was wir brauchen. Wir haben eine Jet-Energie, wir haben das Magma-Becken, wir haben Professor Antikas Vitalität. Aber naja, mal gucken. So, Infamomo-Ex kommt jetzt. Wahrscheinlich. Oder Beatori, um drei Karten zu ziehen, wäre auch eine Variante. Nein, er geht safe über Infamomo EX, um auszutauschen, um das Pokémon zu vergiften und um dann 260 plus Kettenmochi 40 300 Schaden zu machen. Aber wenn wir dann im Gegenzug wieder mit Keilflamme sein Bonino besiegen, dann hat er keinen Hauptangreifer mehr und er braucht noch eine Energie. Finsterpflaster, eine Energie, irgendwas brauchst du noch. Weil sonst wird das nichts. Tja, und das ist tatsächlich nichts. Und das ist für mich natürlich ziemlich gut jetzt. Aber er gibt auf. Also er sieht, dass das anscheinend keinen Sinn hat. Okay, ich würde trotzdem sagen, eine letzte Runde gehen wir noch. So, mein Gegner hat den Mützwurf gewonnen. Mal gucken, ob es diesmal einer ist, der selber Zweiter sein möchte. Sowas wie ein Donnersichel.
Oder auch ein mögliches Furienblitz. Vielleicht spielen wir auch gegen einen First Turn Regidrago. Mein Gegner ist auf jeden Fall Erster. Gucken wir mal. Also, wir haben Beatori vorne. Ja, es ist okayisch, die Hand, ne? Wir haben einen Richter auf jeden Fall, um nochmal die Handkarten reinzumischen. Und das Magma-Becken. Ah. Na gut, mein Beatori vorne kann nichts tun, kann seine Fähigkeit nicht einsetzen, ist aber nicht so schlimm. So, diesmal haben wir auf jeden Fall auch wieder ein Deck. Ja, Monetigo, okay. Auch stark. Monetigo stark. Hier jetzt tatsächlich in der Variante wäre tatsächlich das Entei-V vielleicht gar keine schlechte Variante, weil er jetzt die Bank ordentlich vollknallt und das Klavion gar nicht so viel KP hat. Das heißt, allein mit den Pokémon, vor allem haben wir auch einen starken Vorteil, weil Monetigo hat Schwäche gegenüber Feuer. Das ist natürlich übel. So, und da ist eine Feuerenergie. Das ist aber auch übel für uns. Das konnte man mit Joe nochmal machen. Tausche dein aktives Pokémon gegen ein Pokémon auf deiner Bank aus. Dieses Zuges fügen die von einem Pokémon X, ja, 30 Schaden mehr zu. Schade. Nee, wir müssen tatsächlich über Richter gehen. Schade. Suboptimale Starthand hier mit 2 von 3 Bossen. Aber jetzt, meine Freunde. Jetzt kommen wir tatsächlich auf was. Ödengefäß. 2 Feuerenergien. Und jetzt brauchen wir ein Cravaloro. So, einmal durchgucken. Entei ist da. Cravaloro ist da. 3x Keilflamme. Mew, Strahlen, das ist auch da. 2 Bosse noch. 4x Professor Antikas Vitalität. Antike Box. Waldsiegelstein. Ja, alles Wichtige ist eigentlich da. So. Cravaloro. We need you. Und wir brauchen auch den perfekten Top-Deck. Ach nee, hahaha. Ah, da hat er mich blockiert. Stimmt ja. Cleave, er kann ja gar nichts tun durch Klavion. Ich dachte, es wäre nur das aktive Pokémon. Nee. Ja. Nicht dran gedacht. Ich dachte, es wäre nur das aktive Pokémon, aber das ist Flutterhaar. Und wie immer solltet ihr alles bis zum Schluss lesen. In dem Fall machen wir es folgende Variante. Dann tauschen wir den aus, schenken ihn dem ersten Two-Prizer und hoffen damit Beatori was Wichtiges zu ziehen. Eieieiei. Ja, großer Spielfehler. Was hätte man sich noch nehmen können? Was hätte man sich mit Hyperball nehmen können? Man hätte sich zum Beispiel schon das Keilflamme nehmen können. Keilflamme, Magma-Becken und dann halt eben ja, eine Feuerenergie anlegen. Ne? Und dann hätte man nächste Runde auch sowieso mehr gehabt. Na, guck, jetzt ist auch den Pokestop da. Aber Pokestop könnte uns auch wichtige Trainerkarten bringen. Müssen wir mal gucken. Mal schauen, wie er es macht. Aber ich gehe davon aus, Cravaloro werden wir jetzt die Runde verlieren. Das ist jetzt so. Strahlendes Quaijutsu, noch ein Hyperball. Hat alles da, um mit Monetigo dann auch gleich zu ziehen. Ja. Gucken wir mal. Wir könnten es trotzdem noch gewinnen. Auch wenn wir mit Preiskarten hinten liegen werden. Aus dem einfachen Grund, aua, wenn man sowas zum Beispiel mit Pokestop zieht, einen Cypher Maniacs, einen Monetigo und einen Opalgia Faustar, das übel. Und auch mit der Tatsache, dass, wie gesagt, sein Monetigo EX hat Feuerschwäche. Okay. Genau, wir wissen, er hat einen Hyperball. Und jetzt kann er sich zum Beispiel Monetigo EX holen, genau. Und vielleicht hat er noch eine Forschung auf der Hand. Aber erstmal, nee, hat er wahrscheinlich nicht, sonst hätte er die jetzt gespielt. Eine Karte ziehen. Okay, wir sind dran. Gut, war jetzt auch nicht so viel, was er gemacht hat. Wir haben einen Joe, aber wir haben einen Pokestop. Komm, wir testen es einfach. Tracking-Schuhe, Nestball, irgendwas. Nö, auch wir haben alles weggeschmissen, was ging. Großartig. Wir haben unser One-Off Benissaro weggeschmissen. Noch eine Feuerenergie. Wir haben 7 Feuerenergien, Leute. Wir brauchen Professor Antikas Vitalität. Wir haben keine Nachttrage. Wir haben keine Superangel. Eieiei.
Ja, gut. Passiert. So. Er kann ein bisschen mehr machen. Zwei Karten ziehen. Das ist natürlich gut. Monetigo ist da. Zweimal tatsächlich auch. Kann also zweimal auch den Münzbonus einsetzen. Und dadurch hat er natürlich viel, viel Card Draw. Und wenn er natürlich auch sowas wie Befehl vom Boss hat und dann erstmal Beaturi besiegt, dann ist es sowieso für mich auch schwer. Aber vielleicht kriegen wir uns noch aufgebaut. Okay, Enigmara und dicke Freunde Knosp für Energien. Aber das reicht nicht aus. Er muss ja das Zwillicht auch irgendwie besiegen, ne? Aus der aktiven Position rauskriegen. Und dann braucht er 4 Energien, um das Cravaloro zu besiegen. Ja. Jetzt hat er. Was hat er mit Nachttrage gewählt? Monetigo. Jetzt hat er 3 Monetigos. Lol. Nochmal eine Karte ziehen. Ja, schon stark jetzt für ihn hier. Mal gucken, ob er jetzt angreift. Oder ob er sich weiter sagt, komm, ich baue mich einfach weiter auf und gut ist. Wasserenergie. Jetzt kann er sich zurückziehen. Ach nee, kann er nicht. Er hat das Cleave, das hat er zurückgezogen. Okay, wir haben eine Keilflamme. Cool. Pokestop. Vielleicht diesmal ja trotzdem ein bisschen besser. Jein. Hyperball. Ja, Hyperball ist super. Damit kriegen wir ein Mew. Und wir können tatsächlich diese Runde auch mit Mew was machen, weil sein Cleave nicht in der aktiven Position ist. Jetzt können wir tatsächlich ein bisschen spielen, aber wir ziehen tatsächlich die schlechtmöglichsten Varianten, die man ziehen kann. Zurückziehen kann ich ihn auch nicht, um in Entei nochmal was zu ziehen. Schade. Aber hey, ich glaube, Mew war trotzdem die richtige Variante. Ich habe schon so ein Gefühl, dass es so ein Spiel der Ressourcen wird. Und dadurch, dass wir schon 5 Energien da abgelegt haben, na, wir haben noch Professor Antikas Vitalität relativ oft. Aber die müssten wir mal ziehen. So, jetzt. Jetzt macht er das Cravaloro kaputt. Und das kann uns natürlich helfen. Ach, ich hätte das Entei doch spielen können. Aber ich dachte, es kommt vielleicht auch sowas wie ein Befehl vom Boss. Aber gut. Aber egal, ne? Hätte er dann eh machen können. So, Karten ziehen, ohne Probleme. Na, Monetigo spielt ja auch hier 4-mal das hier, um wieder auf die Energien zu kommen, die er ablegt. Cravaloro ist das geringste Übel, was der jetzt da quasi vorne liegt. Er würde halt sowieso jeden Two-Prizer besiegen. Also machen wir uns jetzt vor, 5 Energien hat er jetzt. Ne, wir wissen ja schon, er hat alleine da 4 irgendwie genommen. Und jetzt mal gucken, wie er es dann damit macht. Und vor allem, eigentlich auch ganz interessant, er hat ja auch einen Urpalkia V, Urpalkia V Star. Ich weiß nicht, wie oft er beide spielt, aber wenn er es 2-2 spielt, dann hat er tatsächlich natürlich auch einen netten Konter gegen mich, weil ich Schwäche gegen Wasser habe. Cleave, du hast alles kaputt gemacht. Vitalitätsband. Ah, dann brauchen wir nur 3 Energien. Smart. Ne, jede Energie, die er ablegt, 50 Mal Schaden. Vitalitätsband erhöht das Ganze um 10. Und Cravaloro hat 160 KP. Das heißt, eine Energie, die er einfach auf der Hand dann haben kann. Ja, wenn er es richtig runterspielt, dann sollte das für ihn eigentlich kein Problem sein. Weil er einfach hier dieses hochwertigen Energie zu gewinnen hat, ne? So, jetzt haben wir eine antike Box. Wir spielen trotzdem den. Ich glaube, wir ziehen erstmal mit. Will ich das spielen? Für was könnte ich noch einen Bankslot gebrauchen? Strahlendes Quaijutsu eigentlich nicht. Brauchen wir 10 Schaden mehr? Nein, brauchen wir nicht. Pass mal auf, wir ziehen zuerst mit Mew eine. Befehl vom Boss. Nee.
Brauchen wir nicht. Da sind Dinge, die wir brauchen. Also. Wir müssen trotzdem ein bisschen aufpassen. Wir brauchen 3 Karten, die wir mit Antike Box ablegen müssen. Aber wie viele Magma-Becken haben wir noch? 1. Wir könnten ein Magma-Becken ablegen, das Lavados und eine Jet-Energie. Ich bin mir sicher, dass wir noch ein Magma-Becken im Deck haben, ne? Ich bin mir sicher, dass wir das noch im Deck haben. Bin ich mir ganz sicher. 2. Weil Siegestein können wir nämlich auch gebrauchen. Können wir uns auch eine Karte raussuchen. Professor Antikas Vitalität. Und was brauchen wir noch? Naja, vielleicht. Vielleicht einen Nestball für eine Monkidori. Oder einen Energieswitch. Irgendwie führe ich auch einen Energieswitch. Aber ich kann gerade nicht sagen, warum. Quatsch, einen Energieumschalter hätten wir, einen Irrengefäß hätten wir gebrauchen können. Aber wir haben schon extrem viel Energie abgelegt. Naja, Waldsiegelstein haben wir. Wir ziehen erstmal mit Professor Antikas Vitalität. Hier kommt einer ran, da kommt einer ran. So. Tauschwagen, guck mal, da haben wir auch eine Feuerenergie. Aber wir müssen jetzt erstmal das ablegen. Magma-Becken. Dann legen wir den rein. Jetzt braucht er auch wieder nur 4 Energie, ne? Das ist auch so schade. Zurückziehen. Zurückziehen, Tauschwagen. Ah ne, dann kann ich ja... Ach so, doch. Ich könnte zurückziehen, Tauschwagen, Jet-Energie. Und dann braucht er eine Energie mehr. Wollen wir das machen? Oder? Ich bin noch nicht dämlich gerade. Rückzug, er liegt vorne. Tauschwagen, wie hier in die Nummer 20, Jet-Energie ran. Ja, geht. Dann bin ich alles täuscht, geht das. Tauschwagen. So. Zack. 30 sogar geheilt. Jet-Energie ran. Und zack, nach vorne. So. Wir haben noch den Waldsiegelstein. Ich glaube, wenn er jetzt sowas wie Befehl vom Boss spielt, um den kaputt zu machen, dann ärgere ich mich, wenn ich keine Professor Antikas Vitalität gewählt habe. Deswegen tue ich das jetzt. Wir können auch hiermit nachher noch was auf der Bank treffen. Wäre nicht auch ganz cool, ne? Aber ich nehme das jetzt hier. Und dann gehen wir jetzt für Knockout 520. Rums! Naja, mal gucken. Er hat es auf jeden Fall jetzt nicht so einfach mit den 20 Schaden. Ich weiß ja nicht, ob er nicht zum Beispiel noch ein zweites Vitalitätsband spielt, ne? Keine Ahnung. Wir hätten, vielleicht wäre auch sowas wie Richter gut gewesen. Aber guck mal, wir haben nur einen Richter. Nicht der Meinung. Ja, wir haben eh nur einen Judge. Und auch kein Adressbuch. Ja, nicht ganz so einfach. Hat er uns am Anfang ein bisschen nervig blockiert. Aber naja. Ja, wir kriegen seine Hand halt nicht mehr kaputt, ne? Wir haben auch kein Enigmara. Aber im Endeffekt glaube ich, hoffst du, dass du es halt eben gar nicht erst brauchst. Und da ist ein Urpalkia. Urpalkia ist natürlich auch nervig. Aber ich glaube, wenn er es richtig runterspielt, dann wird er es gewinnen, weil er die ersten beiden Preiskarten bekommen hat. Und ich zu lange gebraucht habe. Das ist eigentlich ein Deck, was... Ja... Was da eben schneller sein muss, ne? Du willst eigentlich angreifen. Aber kann passieren. Hätte man noch anders spielen können. So, er braucht noch mehr Energien anscheinend. 9 Energien im Ablagestapel. Interessant auch, welche Varianten er hier geht, mit welchen Energien er spielt, ne? Guck mal hier, Elektro, Feuer. Was hat er denn da noch? Vor allem Urpalkia Faustdars Angriff?
Na gut, doch, funktioniert. Nicht der Angriff, die Fähigkeit. Hat er noch 3 Wasserenergien? Hochwertige Energie zu gewinnen. So. Ja, das ist das, was ich meine, ne? Das ist bitter. Eine Perle abgelegt, dann hat er wahrscheinlich noch einen hochwertigen Energie zu gewinnen, ne? Ich meine, das ist jetzt sein 2., den er spielt. Und du brauchst ja 4. Oder du hast ja 4 im Deck, sodass du mit Monetigo da eigentlich kein Problem hast. Ich habe leider auch nicht mehr die Möglichkeit, über den anderen, selbst wenn ich ihn über Schwäche hitte, mache ich nur 240. Und ich kann meinen Schaden... ich hätte... Tatsächlich, das Lavados-Set wäre eine gute Variante gewesen. Guck mal, ne, wenn man das Delphox, also dieses Fuchs-Pokémon, mit dem Lavados, mit dem Angriff, dann macht er 130 Schwäche, hittet er für 260. Und du triffst jemanden auf der Bank. Also, das Delphox wäre tatsächlich auch noch eine Variante gewesen, um an eine Preiskarte mehr zu kommen. Aber hätte Fahrradkette. Haben wir jetzt nicht. Wir ziehen erstmal 3. Haben wir Munkidori schon abgelegt? Ja. Über den kommen wir auch nicht an den extra Schaden, den wir brauchen. Munkidori wäre der extra Schaden gewesen. Und das andere. Haben wir noch was? Ich habe nebenbei die Deckliste auf, ne? Ja, theoretisch noch Joe, den wir auch am Anfang ablegen mussten, ne? Alle unsere Karten, mit denen wir dann ein bisschen mehr... Ich sag's ja, im Endeffekt ist es dann ein Spiel der Ressourcen. Ne? So wie ihr es gerade seht. Und im Endeffekt wird er das Ganze hier holen. Einfach. Ja. Weil ich nicht genügend Schaden machen werde. Tracking Shore. Ja. Das wäre die Win Condition gewesen. Aber eigentlich können wir da noch die beiden Dunkelsachen ablegen hier, weil brauchen wir eh nicht. Eigentlich will ich halt noch ein Keilflamme, damit ich noch ein weiteres Keilflamme theoretisch vorbereiten könnte. Ne? Professor Antiquas Vitalität. Zack, Feuer. Feuer. Nummer 3. Können wir den zurückziehen. Können den reinlegen. Aber. Das wird nichts. Zu viele Karten auf der Hand. Und all diese One-Off-Ressourcen, die ich brauche, die habe ich nicht mehr. Gut. Aber so ist es halt eben. Spiel ist immer mal wieder knapp. Und ihr seht ja, also auch wenn ich jetzt diese Runde hier nicht gewonnen habe, habe ich euch ja erklärt, wie es theoretisch hätte auch gehen können. Ne? Wie gesagt, entweder über das Lavados Schaden boosten, dann mit dem Fuchs angreifen, dann hittest du über Schwäche, triffst noch jemanden auf der Bank, wie zum Beispiel hier auch das Zwirklop oder das Klivion. Und... ja, oder mit Munkidori halt Schadensmarken verschieben. 2 Stück, dann wäre er auf 240. Und dann kannst du... wie viel macht das nochmal? 120. Genau, dann wäre es auf 240 und dann würdest du hier über Schwäche, würdest du es auch treffen. Tatsächlich. Joa. Aber es ist nicht so passiert. Er wird jetzt einen hochwertigen Energiezugewinn spielen. Wird die Energien ablegen und dann halt eben 2 Preiskarten nehmen. Die Deckliste ist in der Videobeschreibung. Ich finde es ziemlich cool. Man kann es auf jeden Fall spielen und wie gesagt, ich hatte es unter dem Radar. Aber es ist auch, es hat jetzt so 2-3 Matches gedauert und dann ist man halt drin in dem Deck. Es ist jetzt kein mega kompliziertes. Ja, kann ich euch nur empfehlen. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zusehen. Und natürlich wäre ein Like und ein Abo wäre auch richtig nice. Aber jetzt muss er endlich mal bloß noch angreifen hier. Warum? Warum, Leute? Warum macht ihr sowas? Er hat doch gerade einen hochwertigen Energiezugewinn gespielt, um seine Energie rauszuholen. Warum?
Also der Schaden hätte ja gereicht. Das waren 4 Energiekarten. Verfluchte Explosion. Es reicht doch alles. Also warum? Ich verstehe das nicht. Warum sind Menschen so? Und dann noch, weiß ich nicht, und dann noch so einen toxischen Daumen nach oben. Warum? Ich verstehe das nicht. Warum sind Menschen manchmal einfach so seltsam? Naja. Gut. Ich bedanke mich. Ciao, ciao.